Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, die Audio ist gut. Es ist derzeit nicht der übliche Hintergrund, wie ihr ihn jetzt kennt. Luis und ich sind gerade in Paris und wir wollen ein Couple Q&A für euch drehen. Ich habe so lange keins mehr gedreht und deswegen dachte ich, wäre das mal eine gute Idee. Luis hat auf seinem Instagram auch ein paar Fragen. Die beantworte ich dann im zweiten Teil auf meinem Kanal. Genau, das verlinke ich euch am Ende von diesem Video, dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Aber jetzt erstmal zu meinen Questions. Ihr wart wieder der absolute Shit. Deswegen danke für die ganzen Fragen und mal sehen, ihr jetzt so dabei rauskommt. Und eigentlich hatten wir auch noch den richtig coolen Plan, weil wir eben am Eiffelturm waren, dass wir uns dann da irgendwo hinsetzen und uns dann da irgendwo am Rand machen oder so. Aber das Wetter Es ist so kalt draußen, also es ist richtig, richtig schön, aber... Es ist so kalt draußen. Es ist viel zu kalt. Man kann draußen nicht sitzen. Und es sind so viele Leute da, die Audio wäre da absolute Kacke geworden. Ja, deswegen setzen wir uns jetzt ins Hotelzimmer, ins Bett, wo wir entspannt sind und es schon ruhig ist. So ein bisschen nach hinten versetzen. Oh, mein Rücken tut so weh, kannst du mich bitte massieren? Ja, aber lass lieber hier vorne bleiben. Ja, kann ich machen. Pinky Promise. Na, kann ich machen. Erste Frage. Wer hat die Hosen an? Soll ich jetzt so ein Schild hochhalten, wie in einem unserer ersten Videos? Ich würde schon sagen, ich. Also, ja, ich würde schon sagen, aber Caro. Ich würde sagen, es ist so ein 60-40-Ding. Mhm. Oder 55-54-Ding. 45, meinst du? Was? Du hast gerade 55-54. Ja, du weißt, was ich meine. Einfach, weil ich eine sehr dominante Persönlichkeit habe. Und egal wo, und ich bin halt immer so ein bisschen so... Du willst bestimmen. Bestimmerisch. Ich, also bin jetzt nicht so, ich bin meistens einfach so eingestellt, ja, der Klügere gibt nach und dann... Aber Lu, dir ist halt auch viel egal, deswegen würde ich nicht so viel bestimmen, würde ich nicht wissen, was wir jetzt machen würden. Weißt du, ich meine? Ja. Halt es stimmt schon, sie hat so auf jeden Fall... Sie hat auf jeden Fall schon die Hosen an, aber es ist nicht so, dass ich dann so mich allem füge, was sie sagt, sondern es ist halt einfach so... Du bist dann okay damit. Ich bin meistens okay und wenn ich nicht damit okay bin, dann sage ich das auch. Also das ist irgendwie so. Ja. Vor allem, ich denke halt aber auch immer mit. Also ich denke halt immer nicht nur für mich, sondern auch für Luis. Ich bin wie seine zweite Mami. Und ich denke für niemanden. Ja, du denkst für deinen Arsch. Für den denkst du. Wisst ihr, was in euren Beziehungspausen bei dem anderen lief und mit wem? Ja, ja, wir wissen beide, wir wissen 100% ganz genau Bescheid, was beim anderen war. Das war auch hart. Das ist auch scheiße, das zu erzählen. Also jetzt für alle, die sozusagen in einer ähnlichen Situation sind und wo man sich dann halt auch so überlegt, so ja, soll ich das jetzt meinem Partner erzählen? Ja. Soll ich das jetzt meinem Partner erzählen? Dann so, nee, ich behalte es lieber für mich, dann gibt es keinen Stress. Leute, immer sagen. Am Anfang, ja, am Anfang, gerade wenn ihr sozusagen dann wieder zusammenkommt oder so oder kurz davor seid, dann sagt lieber offen ehrlich, was ist, weil stell euch mal vor, dann seid ihr wieder ein Jahr zusammen und auf einmal findet ihr raus, so ja, nee, mein Freund hatte dann doch in der Zeit noch was mit zwei anderen Mädchen, hat mit denen und so, und dann verletzt euch das schon. Ding, erzählt euch das gegenseitig direkt am Anfang, macht's klar. Macht's klar, weil sonst gibt's nur Stress später, den ihr dann nicht haben wollt. Und dann kann man das von Anfang an verarbeiten und so, und dann ist es gut, glaub ich. Vor allem, wenn du deinem Partner irgendwas verheimlichst, dann geht in eurer Beziehung leider etwas richtig schief. Also ich meine jetzt nicht von wegen verheimlichen irgendeine Überraschung oder sonst irgendwas, sondern so sowas solche halt Geschichten, sowas wichtiges verheimlichen, weil dann kannst du die Beziehung eigentlich auch gleich lassen. So, also wenn du deinem Partner etwas verheimlichst, weil du nicht willst, dass er sauer wird, dann solltest du vielleicht einen anderen Partner suchen, weil so läuft eine Beziehung einfach nicht. Ja, ja. Also klar, für jeden ist so eine Beziehung was anderes und jeder sagt, wie seine Beziehung laufen soll und so, aber ich finde so, es gibt so gewisse Normen. Weißt du, was ich meine? Ja, die einfach wichtig sind, weil sonst läuft es gar nicht. Ja, weil sonst gibt es kein Vertrauen und so und dann ist am Ende jeder verletzt. Und glaub mir, am Ende kommt eh immer alles raus. Alles. Alles kommt raus. Es kommt alles raus, alles. Das ist immer so. Wie schafft man es, YouTube und eine Beziehung unter einen Hut zu bekommen? Das geht also eigentlich nur, wenn man sozusagen... ich antworte jetzt einfach mal sozusagen für uns. Also ich finde, das geht eigentlich nur, wenn man einen Freund hat oder eine Freundin, je nachdem wer von euch YouTube macht oder beide YouTube machen, der einen dabei unterstützt. Das heißt, wenn Caro und ich zum Beispiel jetzt hier in Paris gerade sind, dann haben wir halt von Anfang an gesagt, okay, wir wollen viele Fotos, gerade weil ich das ja in letzter Zeit auch immer mehr mache und auch immer mehr Spaß an YouTube und Instagram und so weiter finde. Und dann haben wir jetzt gestern Fotos gemacht, gestern Abend auch, haben jetzt heute den ganzen Tag Fotos gemacht und sowas funktioniert eigentlich nur, wenn du jemanden hast, der so eingestellt ist wie du und da auch Spaß dran hat. Stell dir mal vor,
Caro und also Caro und ich wären zusammen, aber ich hätte gar keinen Spaß an dem einen, würde auf keinem Foto gerne mit dabei sein, würde Fotos machen, hassen und so weiter und so fort. Da könnte ich nicht mit Luis zusammen sein, auch wenn ich ihn lieben würde. Es würde mir alles so viel schwerer machen. Es hört sich richtig oberflächlich und dumm an, aber das funktioniert ja nicht. Also da müssen schon gewisse Interessen gleich sein, gerade wenn es halt so ein Interesse ist, was ihr Job ist, was sie eigentlich 24/7 macht und was ihr halt mega Spaß macht. Dann bringt es nichts, einen Freund zu haben, der das nicht teilt. Vor allem, also ihr könnt euch das auch mal so vorstellen, jemand, der ein Star wird, nehmen wir jetzt mal... Ja. Au! Sorry, was war das? War das dein Bein? Alter. Es war keine Absicht. Wie oft hast du mich heute schon gekratzt oder bist bei mir irgendwo draufgesprungen oder so? Nee. Und vor allem YouTube, also ich mache ja auch viel... Ich weiß nicht, also gerade weil ich jetzt nicht mehr in die Schule gehe und so, kann ich das halt ganz gut tagsüber alles fertig machen und dann bin ich halt abends also fertig für den Tag und kann dann halt alles mit Luis machen. Und ja, ich muss sagen, seitdem ich aus der Schule raus bin, ist es für mich auch viel entspannter und ich bin nicht ganz so gestresst wie in der Schule, weil es war so hart, wenn ich zurückdenke. Das ist ja teilweise echt richtig schlimm. Wo würdest du gerne mal hinziehen mit Luis? Ich würde richtig gerne mal an so einen Strand gehen mit Caro ziehen. An Strand? Eine Strandgegend. Strandgegend. Ich weiß nicht, also ich muss ehrlich sein, ich bin mit Deutschland eigentlich ganz zufrieden. Also ich mag es super gerne weg zu sein, aus Deutschland raus vor allem, aber uns geht es in Deutschland so gut. Ich hätte gerne, also ich würde ganz gerne mal irgendwo hinziehen, weil also, ja, also ich fände es cool, wenn wir zusammen irgendwo nach Ich will unbedingt gehen. Mal nach Hamburg. Ich glaube, das ist richtig geil. Ja, das glaube ich auch. Hamburg oder Hamburg. So. Köln ansonsten, wäre jetzt, glaube ich, nicht unbedingt meins zum Leben. Nee, ich auch nicht. Aber Hamburg oder da Berlin oder Drama, sowas, das finde ich cool. Ja, aber ich finde Hamburg und Berlin richtig cool zum Leben. Berlin bin ich auch nicht so der Fan. Das ist also die Kultur dort ist ganz anders. Alle sind so richtig freaky und so. Ja, aber ich finde Berlin cool. Also, da ich schüchtern Berlin viel. Irgendwie richtig ein. Keine Ahnung. Nee, aber ich mag auch Frankfurt gerne. Aber da kann auch sein, dass wir da zu wenig waren. Weiß ich meine. Oder ich glaube auch, wenn man in der Frankfurter Innenstadt wohnt, ist das auch nochmal ein anderes Feeling. Ja, ich finde, aber ich finde, also zum Beispiel, ich würde richtig gerne da wohnen, wo ein Kumpel von mir hat eine richtig geile Wohnung in Frankfurt und das finde ich einfach perfekt, weil es ist gerade so an der Stadtgrenze, aber du bist auch richtig schnell in der Innenstadt und es ist halt richtig schön und es ist modern und so und das finde ich, das ist einfach perfekt. Also, findet ihr, ihr seid ein gutes Team? 100%. Ja, auf jeden Fall. Wie wir eben schon gesagt haben, sonst funktioniert es auch nicht. Ja, und vor allem, wir haben auch vorhin darüber geredet, also nicht bei der Kamera, sondern einfach, als wir geredet haben, dass wir gewisse Unterschiede haben, aber diese Unterschiede sind da, um uns gegenseitig aufzubauen, weil zusammen sind wir dann so praktisch 100%. Weil ich fahre sie manchmal so ein bisschen runter, also gerade wenn Caro sehr gestresst ist oder wegen irgendwas Angst, Anxiety, was auch immer, dann fahre ich sie immer so runter, kann sie halt gut beruhigen und so. Und immer wenn ich halt zu beruhigt bin und zu faul und so, dann ist sie mir so ein bisschen Dampf unterm Hintern macht, dass ich mich hinsetze und lerne und so. Und ja, das ist schon, wir gleichen uns da ganz gut aus. Auch wenn wir uns manchmal damit gegenseitig nerven, wir wissen eigentlich beide, dass es richtig gut ist, dass wir uns gegenseitig da so pushen. Ja, das stimmt. Deine Weihnachtswünsche? Ich habe gar Deine keine. Deine Liebe. Ja. Aber ich habe ehrlich gesagt keine. Hast du welche? Vielleicht ein, zwei Sachen für meinen PC noch. Ich habe mir jetzt gerade zum Geburtstag nur für YouTube einen PC gekauft, damit ich jetzt endlich schneiden kann und so mit einem guten Prozessor, Grafikkarte und so weiter und so fort. Kannst du mir mal kurz meinen Rücken massieren? Ich habe wirklich gerade so Schmerzen hier. Auf jeden Fall habe ich mir gerade einen PC gekauft und dafür noch ein, zwei Sachen. Vielleicht noch einen zweiten Bildschirm, damit ich besser arbeiten kann. So mit so Beinen? Mhm. Aber sonst... Und mit so Beinen? Klamotten. Mit so Beinen. Ja, ach Caro, wie oft willst du es denn noch sagen? Ich wollte gerade was am Erklären. Vielleicht noch einen zweiten Bildschirm oder sonst Klamotten einfach. Oh, das tut so weh. Nee, weiter oben. Wie kriegst du das immer hin, du Talent? Weiter oben. Da? Oh, da, ja. Oh, okay. Genau da. Danke. Habt ihr schon mal über heiraten oder Baby gesprochen? Ja. Oft, ich glaube, das machen auch sehr, sehr viele andere Pärchen. Ich glaube, da muss man nicht so lange zusammen auch sein. Auch wenn es manchmal nur spaßeshalber ist, man redet da immer drüber. Immer. Mhm. Wer ist sturköpfiger von euch beiden und wer gibt nach dem Streit eher nach? Caro ist die sturköpfigere. Ja. Früher war ich das aber. Ja, aber das hat sich geändert. Ja, ich bin reifer geworden. Klüger. Weiß, der Klügere gibt nach. Ja, also ich bin schon ziemlich... Sturköpfig. Sehr sturköpfig. Ja, aber du machst halt aber auch so dumme Sachen. Das stimmt überhaupt nicht. Also, ja, ich bin auf jeden Fall sturköpfiger und Luis gibt schneller nach. Weil ich doch einfach keinen Bock habe, mir mittlerweile noch den Stress zu geben. Ja. Ich glaube, jeder Junge oder jeder Mann, der in einem gewissen Alter ist, weiß, dass es
einfacher nachzugehen. Wenn man da jünger ist, keine Ahnung, habe ich immer das Gefühl, man hält da noch mehr gegen. Und früher dachte ich immer so, Alter, bist nicht einer von denen, der dann später so... Also ich würde mich immer noch nicht als jemanden beschreiben, der sozusagen dir alles hinterherträgt, so. Weil ich, also es ist mir schon, wenn es mir zu blöd ist, dann sage ich es auch, aber... Davon gibt es halt schon relativ viele Männer. Ja. Luis, bist du stolz auf Caro? Super stolz. Also für die, die es nicht wissen, es gibt ja auch viele, die denken, ich wär so männlicher Golddigger-mäßig. Aber wie? Also ich bin mit Caro zusammengekommen. Wer sagt das? Ja, da gibt es schon welche, die sagen, ja, ich versuche nur Fame abzugreifen und so. Aber die kennen auch die Geschichte nicht, weil Caro und ich sind zusammengekommen. Lange vor YouTube. 3-5 Monate bevor du angefangen hast oder so. 5-6 Monate. Ja. Ich denke, ich habe sie schon immer supported. Und hab ihr damals schon immer alles gegönnt. Ich habe alles mitbekommen, von Anfang bis Ende, von Anfang bis jetzt. Wen liebst du mehr, Luis oder seine Mama? Seine Mom ist so süß. Glaubst du, sie schaut unser Video? Ja, bestimmt. Claudia, I love you. Nennt 3 Dinge, die ihr jeweils am anderen liebt. Darf ich anfangen? Okay. Ich liebe... Okay, muss man das in so einem Stichwort sagen? Ja, ja. Oder kannst du auch erklären, wenn du möchtest. Okay. Ich liebe Luis... positive Art. Vor allem, wenn viel Scheiße läuft, erinnert er mich wieder daran, dass man positiv denken soll. Aber genauso gibt es halt auch so Momente, wo er dann halt sehr negativ ist. Aber das, glaube ich, haben wir alle. Was heißt nicht? Meistens, dann, weil ich irgendwie traurig bin oder so. Oh, Baby, lass mich darüber reden. Ich liebe es, dass er auch ein Riesenbaby sein kann. Ich wollte genau das gleiche sagen bei dir. Weil auch, also Luis ist schon ein starker Mann so, aber der hat auch... Und dein Idiot ist er auch. Aber ich liebe es, dass er auch so weich sein kann, dass er auch so ein kleines Riesenbaby ist und könnte nicht mit so einem Typen zusammen sein, der nur die ganze Zeit so... Das weißt du, da würde ich denken, Alter, und ich liebe... Du machst alles für mich. Das hört sich jetzt an, als wäre ich dein Sklave. Nein. Sondern das ist halt so Kleinigkeiten, weißt du, wenn ich zum Beispiel Hilfe mit meinem Schrank brauche, weißt du machst das. Oder wenn ich jetzt spontan ein Foto brauche, dann... hilfst du mir so spontan, weißt du, ich meine, sondern bei Luis ist es nicht so, dass man jetzt irgendwie so einen großen Plan braucht oder so, sondern dass er einfach ganz spontan immer so dabei ist. Mit dir kann man halt Pferde stehlen und so. Mhm. Ja. Ja, süß. Und ich laufe noch... Fand ich echt süß. Ich liebe noch ganz viele andere Sachen an dir, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Also, was ich eben ja auch schon gesagt habe, was Caro auch so sehr an mir liebt, ich liebe es, Caro so ein süßes Baby einfach ist, weil ich könnte nicht mit einem Mädchen zusammen sein, was die ganze Zeit nur so, ich will nicht sagen auf cool tut, aber was so nicht so, so schwer zu erklären, wenn man das nicht kennt, aber was nicht so süß sein kann. Ich liebe einfach an Caro, dass sie so süß ist. Ich weiß, dass ich sie in den Arm nehmen kann, sie knuddeln kann, als ich so ihr Beschützer. No! Das hörst du meinen Beschützerinstinkt aus. Dann kann ich sie so knuddeln und so ganz klein machen, weil sie auch so klein ist. Und dann nehme ich sie so und dann... Dann liebe ich noch an Caro, dass sie sich so viel Gedanken um ihre Mitmenschen macht. Also sie ist halt super caring, generell für alle. Also sie, wenn ihre Freunde ein Problem haben, sie kümmert sich um die. Die würde zu einem Typen nach Hause fahren und den eine klatschen, wenn eine Freundin von ihr verletzt wird. Die würde alles für ihre Freunde und für ihre Familie tun. Genauso süß finde ich, dass sie so zum Beispiel so Sachen macht wie jetzt das mit diesen 1000 Euro für die Kinderkrebshilfe. Einfach so, dass sie nicht durchs Leben geht und nicht auf alles einen Fuck gibt, weil ihr geht's gut. Nein, sie appreciated das, was sie hat und ist richtig, richtig dankbar dafür. Und versucht auch deswegen zu geben, weil ihr Karma auch so wichtig ist. Und das finde ich richtig, eine richtig, richtig wertvolle Eigenschaft, weil ganz, ganz viele, gerade die Erfolg haben über YouTube oder durch andere Influencer-Medien, werden davon so abgehoben, dass sie nichts anderes mehr sehen außer sich und die eigenen Belange. Deine Punkte sind so viel besser als meine Punkte, die ich genannt habe. Nein, das stimmt gar nicht. Der ist mir gerade spontan eingefallen. Voll süß. Was ich noch an Caro liebe, ist ihre Fähigkeit, mir in den Hintern zu treten. versteht mich nicht falsch, es nervt mich manchmal bis aufs Äußerste. Aber ich weiß ganz genau, 2 Minuten später, eine Stunde später, was auch immer, dass sie es nur macht, weil sie mich liebt. Und weil sie möchte, dass ich erfolgreich werde. Und weil sie möchte, dass ich gute Noten schreibe, was auch immer. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Übrigens, habe ich auch überlegt, vielleicht würden wir auch in ein anderes Land ziehen. Weißt du, Deutschland verlassen für so 1-2 Jahre oder so. Ja, auf jeden Fall. Würdest du das wollen? Ja, na klar. Ja, Leute, dann verlassen wir Deutschland. Ja, so, einfach
Boah, das wäre so geil. Einfach mal so weg, Australien oder so, weißt du? Das wäre so geil. Einfach mal woanders leben, einfach so ein bisschen Impression zu bekommen. Ich rede so viel Englisch mittlerweile. Scheiße. Okay, wie oft streitet ihr euch? Ich würde mal. Jeden Tag ein paar Mal. Ich würde sagen, jeden Tag ein paar Mal. Aber nur so winzig, so ein. Ja, zum Beispiel was so. Was soll das gerade oder so? Caro, jetzt mach mal deinen Scheiß hier weg, du bist die ganze Zeit so unordentlich. Und dann sag ich, boah, Luis, jetzt. Sei doch mal leise und danach grinsen wir uns an und dann ist alles wieder. Oder ich sag, Luis, jetzt geh mal. Luis sitzt nämlich immer so lange auf dem Klo, weil der immer noch seine Videos da schaut. Ich schwöre es euch, der sitzt da legit eine halbe Stunde, schaut 3 Videos von Marcel und kommt dann erst wieder zurück. Aber auch nur dann, wenn ich ihn anschreie und sag, Luis, komm vom Pott runter. Das ja, manchmal rufst du schon rüber. Ja. So, wisst ihr, so. Ich nehme das halt voll auf, wenn ich aus der Schule komme und ich dann direkt zu Caro gehe, nehme ich das so als Entspannung. Dann setze ich mich erstmal hin und bleib sitzen. So. Das ist so voll mein Relaxing Point. Aber ich weiß gar nicht mal, wann wir uns das letzte Mal so richtig gestritten haben. Weißt du, so, dass es ein richtig konstantes Problem gab, was wir nicht lösen konnten. Das ist schon seit Monaten nicht mehr. Also, das ist mir Zeit. Wann haben wir uns das letzte Mal gestritten? Also über was richtig irgendwie Ernstes, wo es richtig, wo wir uns richtig angezickt haben, ja. Es sind halt immer so kleinere Sachen. Da, wo du nach Hause gefahren bist, weil ich so ausgerastet bin. Das war aber auch kein richtiger Streit. Danach war auch fast eigentlich alles wieder in Ordnung. Stimmt, ja, da bin ich nach Hause gefahren. Ja, das war unser letzter Streit, aber das ist ja auch schon so lange her. Ja, das ist ewig her. Da hat Caro mich genervt. Ich war gerade am Fortnite spielen, ja. Mm. Und das Ding ist, ich weiß schon, was alle Mädchen sagen, oh, der war am Zocken, so bla bla bla. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt einfach beim Caro beim Schminken unterbrechen würde, hinkommen würde und die einfach mit dem Edding fett übers Gesicht ziehen würde, ihr würdet sehen, Caro würde das dreifach so doll ausrasten wie ich. Okay, wir lassen es. Ja, jetzt mal ganz kurz. Aber stell mal vor, du wärst gerade am Schminken, wärst fast fett gewesen mit deinem perfekten Make-up. Ich wäre hingekommen mit einem Abschminktuch und hätte einmal fett so drüber gezogen. Das war, kannst du nicht vergleichen. Natürlich, warum nicht? Warum kann ich es nicht vergleichen? Nein. Ich habe 20 Minuten auf den Moment hingearbeitet am Ende und du hast sie mir ruiniert. Warum macht er dir keinen Antrag? In Paris, vielleicht mache ich dir ja noch einen. Nein, würdest du sagen, es ist zu früh? Ich finde es zu früh. Ja, es ist auch noch zu früh, aber nur, weil wir uns zwischendurch getrennt haben und es einfach konstanter sein muss. Also ich würde, wenn wir jetzt so zwei bis drei Jahre am Stück zusammen sind, ohne dass halt irgendwas dazwischen kommt, dann kann man, finde ich, darüber nachdenken. Aber wenn es halt sozusagen so instabil war, wir waren ja auch extrem jung, als wir uns getrennt haben, einfach, dass es so instabil war, da müssen wir erstmal gucken, dass es sich über die Zeit beweist, dass es stabil genug ist. Leute, wir beenden jetzt hier das Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Genau. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn wir sowas nochmal machen wollen, und schaut bei Luis auch gerne auf dem Kanal. Da gibt es jetzt den zweiten Teil. Genau. Und erfahrt ihr noch ein bisschen mehr über uns. Und ja. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar richtig lustige. Also bei mir wird es wahrscheinlich ein bisschen lustiger, nicht ganz so ernst. Wir verlinken euch auch noch unseren Paris-Vlog am Ende, wenn er schon online ist. I love you all. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Goodbye. Peace.